Aloha, Namaste. Danke, dass du das Video eingeschaltet hast. Ja, heute mit mir das Leben feiern. Warum heute? Naja, gut, es ist nur noch ein Monat bis Heiligabend. Und das ist für mich zum Beispiel ein Grund, das Leben zu feiern. Ein zweiter Grund könnte sein, hey, es ist Sonntag. Herr, es ist Sonntag. Das Leben feiern an einem Sonntag fällt den meisten recht einfach, oder? Und wenn Sie dann noch in Ihren Feiertagskalender gucken, dann könnte es sein, dass Sie noch mal was feiern können, nämlich dein einzigartiges Talent. Und dann denken aber auch viele, oho, ich habe kein einzigartiges Talent. Ich bin handwerklich nicht gut drauf. Ich kann nicht irgendwie schreiben, eine schöne Geschichte oder so. Ich kann nicht reden. Eigentlich kann ich nichts besonders. Okay, das ist ja auch schon wieder besonders, wenn du noch gar nichts besonders kannst. Wow, das heißt, du bist so viel x Jahre durchs Leben gegangen und hast es bis hierhin geschafft, ohne dass du etwas Besonderes an dir erkannt hast. Glückwunsch, Glückwunsch. Dazu gehört ja auch schon einiges an Talent, nicht zu erkennen, welche Dinge so in einem drin sind. Aber vielleicht machst du heute mal den Tag dazu, dass du sagst, okay, was macht mich denn überhaupt einzigartig? Gar nicht mal erst das Talent angucken. Vielleicht sagst du, vielleicht zeigt sich das ja noch. Aber warum bist du einzigartig? Bist du 100% wie deine Mutter? Bist du quasi eine 100% Kopie geworden? Oder bist du eine 100% Kopie geworden deines Vaters? Im Normalfall nicht. Da sind vielleicht Mischungen passiert. Da sagst du vielleicht selber, okay, das habe ich von Mama, das habe ich von Papa. Vielleicht sagt der ein anderer das. Und da könntest du vielleicht auch mal drauf hören. Vielleicht kennen andere Menschen eben ja die Familienverhältnisse und haben einen anderen Blick darauf. Aber es könnte auch sein, dass man ja sagt, dass du quasi als eigenständiges Wesen hier in die Welt gekommen bist. Das heißt, du hast schon eine Einzigartigkeit mit hier hineingebracht. Und vielleicht braucht es nur das Freischaufeln, zu gucken, was ist denn da, was ich hier mitgebracht habe. Auch das könnte eine spannende Aufgabe sein, die vielleicht sogar spannender sein könnte als irgendeine Serie irgendwo bei Netflix, im Fernsehen, ihr ein Video, sondern dass du für dich mehr noch die Stille nimmst heute. Denn dazu kommen wir ja gleich, dass wir wieder unsere drei Sachen machen und heute auch noch mal wieder was Besonderes. Ich habe mir gedacht, ach komm, jetzt ist auch eine andere Serie dran. Jetzt machen wir die Serie der besonderen Buchstaben, die so kombiniert sind. Wir haben ja diese Ö, Ü, haben wir schon probiert. Aber wie ist es denn mit dem Ei? Ei? Also E, I oder A, E. Je nachdem, in welcher Region man lebt, wird das ja ähnlich ausgesprochen. Ei. Und ja, im Englischen ist das die Bezeichnung für den Buchstaben I. Die buchstabieren irgendwie komisch anders. Und I, das heißt da ist auch ein ganzes Wort. Nämlich ich. Das Ich wird mit I beschrieben. Und ja, wir sind quasi, ja, die Mutter hat die Eizelle dazugegeben. Aber der Vater hat auch noch ein Stückchen dazugegeben. Und
Ja, von daher könnte es schon sein, dass da doch eine Einzigartigkeit ist. Und vielleicht, wie gesagt, hast du ja selber noch was da mitgebracht. Vielleicht hast du schon mal von dieser Idee gehört, dass du schon mal gelebt hast. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und von daher eine Vergangenheit mit hier hineinbringst, die im Normalfall dich nicht behindert, weil du dieses Leben ja komplett neu aufsaugen möchtest, mit neuer Chance. Und das ist das Tolle, was im Normalfall wir zugestanden bekommen. Wir können nochmal komplett neu anfangen. Und jetzt kannst du heute auch neu anfangen, weil du sagst, ja, hey, ich habe bisher noch nie ein wirkliches Talent entwickelt. Vielleicht hast du es aber auch nicht auf allen Bereichen ausprobiert. Ich zum Beispiel wurde so ein bisschen in eine Richtung gebracht und die hieß, dass ich kein Instrument spielen kann. Was bedeutet, dass ich eben die Finger nicht unabhängig voneinander bewegen kann. Da ist die eine wieder mit der anderen kombiniert. Und von daher musste ich gucken, was ist denn noch als Einzigartigkeit da? Ach ja, die Stimme von mir. Die Stimme von mir ist so, wie sie ist, aber ich kann sie entsprechend bearbeiten. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mehr mit der Stimme mache. Auf der anderen Seite ist mir aber auch bewusst geworden, dass es zwischendurch Stille braucht. Und das ist eben nicht nur beim Reden, sondern auch beim Singen zum Beispiel wichtig. Ja, wir bewundern Menschen, die einen ganz langen Atem haben und tolle Töne länger halten können. Und doch macht es mal die Abwechslung. Und das ist das Interessante dabei, dass du mit mir das erkunden kannst. Und dafür steht eben das fernöstliche Yoga auch als das, was wir eigentlich kennen. Nämlich aus dem griechischen Raum her, erkenne dich selbst. Und heute könnte so ein Tag sein, wo du sagst, ja, ich gebe mich mal dran. Und mach das vielleicht im Negativausschlussverfahren. Okay, das kann ich nicht gut, 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 das kann ich. Ach, das kann ich gut. Ach, nichts tun kann ich gut. Ah! Aber bist du wirklich absoluter Meister, Meisterin im Nichtstun? Oder kann dich da jemand übertrumpfen? Wie lange kannst du nichts tun, ohne nervös zu werden? Kannst du stundenlang absolut nichts tun und vielleicht stundenlang nichts denken? Das ist die Steigerung. Wow. Und vielleicht, wie gesagt, ja, erkennst du, manche Talente gilt es zu fördern. Das heißt, du darfst auch noch was dafür tun, um das wirklich einzigartig zu machen. Und dazu lade ich dich jetzt ein. Jetzt ist wirklich schon genug gequatscht. Also los geht es mit 3 Minuten Atmen, bewusst atmen. Und du beobachtest ganz genau, wie der Atem ein- und ausfließt anfangs. Wie sich vielleicht der Atemrhythmus verändert oder wie du ihn jetzt bewusst mal steuerst. Um dann wieder loszulassen und zu spüren, was möchte der Körper denn gerade? Dann gibt es die nächste Stufe,
die du für dich erkunden kannst. Was bräuchte es gerade, was du zuführen möchtest zusätzlich an Energien? Oder was möchtest du loslassen? Gibt es irgendetwas an Emotionen, was du loslassen möchtest? Vielleicht irgendwie verbunden mit einer anderen Person. Wie weit kannst du diese Person loslassen? Vielleicht kannst du einfach auch die Emotion loslassen, während du ein- und ausatmest. Nimmst du das, die Person in diesem Moment, wo du den Atem anhältst? Du bist noch verbunden, du hältst fest und irgendwann will die Luft raus und du lässt los. Ja. Sehr gut. Und heute, an einem Sonntag, lade ich dich ein, das Ei zu tönen. Ja, wieder etwas Besonderes. Wie manche Regionen schreiben das AI, andere nur mit EI. Ei, Ei. Denk mal an Einzigartigkeit. Feiern. Das Ei, was du jetzt tief einatmest und dann ausatmest. Ei. Du merkst vielleicht, dass du mal mehr auf E dann mehr auf I hin und her schwankst. Guck mal, wie weit du das einfach beobachten kannst. Vielleicht dann auch anfängst zu steuern zwischen E und I. Tief einatmen. Ei. Setzen, nicht bewerten, einfach tun. Ja, und einfach ein bisschen spielen. Das ist wichtig, dass wir spielen und lockerer dadurch werden können. Tief einatmen. Ei. Locker machst, dann kann es dir leichter fallen, auch Spaß daran zu haben. Und das würde ich gerne bei dir sehen. Tief einatmen. Ei.
Welcher Körperregion gab es da ein Schwingen bei dir? Nimm das mit als einen kleinen Gedankenanstoß, bevor du nun dich auf den Weg machst in den Raum der Stille, wo selbst dieses Tönen von dir abfällt. Nach einem gewissen Nachklingen und jedes Geräusch von außen und auch meine Worte können dir nun helfen, tiefer in deine ganz eigene Stille hineinzugehen. Die Stille, die in dir ist, vielleicht in einem besonderen Raum. Stille, die alles umfasst und auch wieder alles auslöscht. Mit jedem Ein- und Ausatmen kannst du tiefer in die Stille sinken. Und dann drücke entweder die Pausentaste oder komm ganz in deiner eigenen Zeit wieder ins Hier und Jetzt. Spüre die Veränderung und in deiner ganz eigenen Zeit öffne dann die Augen. Herzlich willkommen zurück. Vielleicht spürst du einen Unterschied. Und egal, ob du heute fündig wirst bei einem einzigartigen Talent von dir oder auch nicht, kannst du heute ganz bewusst entscheiden, diesen Tag für dich zu feiern. Vielleicht nur ein paar Momente des Tages, vielleicht länger. Immer wieder zurückkehren zu dir. Egal, was draußen um dich herum passiert, du kannst jetzt entscheiden.
du zum Beispiel jetzt das Leben feiern möchtest. Ich danke dir, dass du bis hierhin dran geblieben bist, und als Belohnung, ja, kannst du eine kostenfreie Sitzung von mir erhalten. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und sage, fühl dich geliebt.